Hey Leute und willkommen zu einem nicht schönen Video, denn ich habe einen Fehler gemacht. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das jetzt so gut, ja, eine Stunde erst her. Der Sirius hatte einen schönen Abend mit Familie und Freunden. Bedeutet, ich habe ein bisschen Alkohol im Kopf, aber das ist jetzt nicht das Problem. Ich dachte mir, ich bearbeite mal meine Playlists nach einer Weile wieder mit dem Handy und dann habe ich Videos von der Playlist gelöscht. Dachte ich, denn ich habe zwei Videos komplett gelöscht. Das Overlay von der App ist ganz anders und ich habe auch nicht richtig gelesen. Da stand löschen und ganz oben stand von der Playlist löschen und ich habe auf löschen geklickt. Welche Videos betrifft es jetzt? Und das kotzt mich am meisten an. Die Review zu Star Wars Episode 7 mit ungefähr 70.000 Aufrufen und über 100 Kommentaren. Und meine Preview zu Rogue One, wo ich mich wirklich, wirklich im erweiterten Universum umgeschaut habe. Sei es mit Illum und der Starkiller Base, mit Mandalorianer, die Rakata. Ich habe mich da wirklich bedient. Und das waren auch so um die 20.000 Aufrufe. Nein, es waren nur 2.000 Aufrufe ungefähr. Es kotzt mich wirklich an. YouTube löscht einfach so die Videos, ohne nochmal die Warnung wie auf dem Computer. Sind Sie wirklich sicher, dass Sie das Video löschen wollen? Nein, einfach komplett gelöscht. Du wirst als YouTuber wieso nicht ernst genommen? Hast du unter 1 Million Abonnenten, kannst du sowieso auf keine Hilfe hoffen? Die Videos sind jetzt einfach weg. Das heißt, so um die, ja, 73.000 Aufrufe verschwinden jetzt vom Kanal und der Informationsgehalt ist auch nicht mehr derselbe, denn ich habe nach Kinobesuch alles sofort aufgeschrieben und so detailliert wie möglich wiedergegeben. Ich werde das Video zwar nochmal hochladen, damit es da ist, aber es gibt ja leider ein paar Experten, die dann denken, ich hätte es vor 2 Tagen hochgeladen. Erstellt. Und dasselbe ist halt auch bei Rogue One. Der einzige Trost, der mir jetzt bleibt, ist einfach nur, dass es trotzdem in die Reihenfolge passt, da ich jetzt nicht geplant habe, eine Review zu Star Wars Episode 8 zu machen und auch keine zu Han Solo. Das heißt, Rogue One, also Videos zu Spin-Offs fehlen nicht und auch eine Review fehlt nicht. Die Aufmerksamkeit wird aber nicht dieselbe sein wie vor 2 Jahren. Episode 8, die Videos, die letzten zwei, die ich hochgeladen habe, ist ein gutes Beispiel. Ich habe die Videos gut 2-3 Wochen vor dem finalen Trailer hochgeladen und die haben geboomt. Die haben wirklich Aufmerksamkeit bekommen. Als die Trailer kamen, wurden sie auch an der Seite angezeigt bei den vorgeschlagenen Videos. Jetzt, wo die Großen kommen mit ihrer Trailer-Analyse, mein Video ist jetzt nicht mehr da. Man hat sofort gemerkt, dass es mit den Klicks runterging. Und genau das gleiche war auch bei Rogue One und Star Wars Episode 7 so. Meine Videos werden nicht mehr auftauchen. Es kann sein, dass meine Videos in 2 Monaten, also diese 2 Videos in 2 Monaten, vielleicht 100 Aufrufe haben. Nicht mehr 60.000. Nein, nur 100. Das ist der Algorithmus. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn es auch mit Episode 8 so passiert wäre, denn bei Episode 8 habe ich noch mehr Arbeit reingesteckt, also bei den 4 Preview-Videos. Ich habe im Dezember 2016 angefangen. Das soll jetzt aber auch kein Mimimi-Video werden, sondern einfach nur eine Information, dass es passiert ist, dass die Videos jetzt einen Re-Upload bekommen, dass man sich nicht wundert, also die Leute mit IQ, dass es so wenige Aufrufe sind, dass es jetzt im Jahre 2017 nochmal hochgeladen wird, oder erst hochgeladen wird. Man könnte jetzt sagen, YouTube hat mich zum 2. Mal gefickt, denn vor 2-3 Jahren wurde mein Kanal auch kurzzeitig gesperrt. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir und man sieht sich. Bis dann.